Leute, Pokémon Schwert ist wieder am Start. Eine lange, lange Folge gewesen. Was jetzt gestern und vorgestern und heute geht's weiter mit dem Kampf gegen dieses Interviewpärchen hier. Oder gegen dieses Reporterpärchen. Keine Ahnung, was ist denn das überhaupt jetzt genau? Ach, Geschäftspartner. Okay. Ich habe ihn ein bisschen was rennen lassen. Und sie fangen mit Stalobor und Hypoteros an. Hypoteros in einer etwas anderen Form, als wir das ja schon gefangen haben. Wir haben, glaube ich, die weibliche Form davon. Das ist überhaupt egal. Wobei ich tatsächlich die männliche Form ist. Ne, es ist die weibliche Form, genau. Die männliche Form. Hier. Gut, dann gehst du als erstes mal auf dieses Hypoteros, was wir da auf jeden Fall machen müssen. Und Mopeko, du bist hier komplett falsch im Kampf. Und das heißt, raus mit dir und Intellion in den Kampf schicken. Weil gegen zwei Boden-Pokémon machst du meinem Elektro- und Licht-Pokémon herzlich wenig. Weil über dieses Stadionbohr versucht jetzt nicht in den Kampf als Buddel. So, Voteros nämlich versuche ich mal rauszunehmen schon, bis das irgendwie auch groß Ärger macht. Ich bin zusammen, ich hab das nicht so ganz. So, meine Kacke an. Okay, du gehst auf jeden Fall auf Ding. So. Dann Gigasauger auf Hypoteros und du, wenn da jetzt gleich dein Kollege wiederkommt, gehst mal mit Präzisionsschuss auf Stalobor. Gigasauger. Gerade. Ich muss Zeit machen. Ich probiere ein bisschen was kürzer werden. Diese Folge machen wir tatsächlich das nächste Teammitglied einsacken. So, was habt ihr jetzt noch da? Oh, ich hab noch Lucario. Oh, Lucario ist auch cool. Ich mag es. Und ein. Okay. Okay, zwei Boden-Pokémon und zwei Stahl-Pokémon. Was hast du so raus? Toll. Und mit einem Präzisionsschuss versuche ich mal das Lucario schon mal rauszunehmen. Das Snorzinger macht mir nicht so mehr so große Sorgen. Lucario finde ich schlimmer. Ich habe keine Genesung, ne? Steigung sieht da. Ich bin ja wieder angefertigt. Ich muss dieses Pokémon rausnehmen. Sorry, liebe Leute, ich mach das jetzt einfach nicht. Das bringt mir sonst nichts. Kommt jetzt eine Kraft jetzt hier rein. Aber dann muss ich nicht. Aber warte. Nehmen wir es gerade. Halt. Ich muss mich gerade was beenden. So, also Dampfhals ist mal drauf, die Jungs. Und du schluckst ja dann die Kraftwurzel. Weil du kannst eh nichts machen. Ich hoffe, dass die Dampfhals so reicht, um sie beide auszuschalten da oben. Weil sonst kann das gerade das Lucario, kann das verdammt gefährlich sein. Mautzinger macht mir keine Sorgen. Aber die gepushten Werte von Lucario, die machen mir ein bisschen mehr Sorgen. Gott sei Dank. Lucario ist weg. Gott sei Dank. Oh, Blutung. Ah, ne. Okay. Macht nur ein Wasser-Pokémon aus dem Gegner. Daher eigentlich nur ein Doppelkampf relativ interessant, aber es ist jetzt nicht. So, Mautzinger weg und. Ja, ich muss den Hyperheiler mal einsetzen, damit ich überhaupt mehr Aufwecker. Ich habe immer tausende Aufwecker. So.
Damit du überhaupt mal irgendwie wieder am Kampfgeschehen ein bisschen teilnehmen kannst, versuche ich jetzt gerade nochmal mit bei Mautzinger. Ich weiß, dass es nicht effektiv ist. Das reicht aber. Mit einem Volltreffer. Ohne Problem. So. Dann sind die zwei Geschäftsbahnen da eingestoppt. Stammt und tschüss. Ja. Dann geht das jetzt weiter. Wir werden uns eigentlich noch zwei Pokémon für die Liste zwar. Glihorn und Sonnenfell, aber das ist mir gerade egal. So, gut. Wenn wir ein bisschen Glück haben, gibt es auf der nächsten Route, oder nächsten Teil der Route, es gehört auch noch zur Route 8, weiter mit unserem nächsten Teammitglied. Ich würde mir noch ein Eis-Pokémon ins Team nehmen. Ich hoffe, dass wir das Glück haben, uns eins kriegen. So, die Frage ist, ist das hier eins, was ich brauche? Jo, ist es ein Snom-Nom. Ich werde meinen Trank, jetzt ist es. Das ist ja gut. Das passiert auch ein bisschen. Ich wollte jetzt nicht ein weibliches Fang. Ich versuche mal gerade einzusetzen. So, Simon unter uns. Herzlich willkommen im Team. Ein Eis-Pokémon. Ich kämpfe Eis-Pokémon, das wir gerne ins Team nehmen wollen. Deswegen werde ich Mazinger rausnehmen. Und dann haben wir unser Team fast komplett. Ich finde es noch zwei Pokémon, glaube ich. Ein oder zwei Pokémon. So. Tschüss, Mutziger. So, die Route werde ich noch ein bisschen was kürzer schon machen. Ich kann es schneller noch kurz machen. Aber wir haben ja den letzten Fall. So, jetzt muss ich ein bisschen umbauen, weil ich brauche. Und sie brauchen wir nicht. So, Schmalhorn. Kann gar kein Pokémon mehr. Okay. Wirbler könnte mit Pick. Ja, egal. So, ich möchte gerne noch was einsetzen und zwar. Kleine war, glaube ich, gar keine, ne? Das brauchen wir nicht. Eisbrocken. Leuchtstein. Ja, wir haben noch einige Items hier noch. Entwicklungs-Items. So, als erstes setze ich auf jeden Fall diese Dampfglocke auf Snom-Nom, weil Snom-Nom entwickelt sich tatsächlich durch Freundschaft hin weiter. Ich putze mal gerade das Mopiko ein bisschen hoch. Und dann haben wir, glaube ich, alles. Das haben wir nämlich auf Level 44, haben wir so Pokémon. Also, Dufloriborg, Beko, Inteleon, Ogna, Toll und Snom-Nom bleiben im Team. Inferno-Port werde ich dann noch austauschen. Das wird aber dann auf der. Nach der nächsten Route, also jetzt nach der Route 9, passieren. Dann werde ich dann hoffentlich mein letztes Team mit gefangen haben. Ja, das schon mal dazu. So, und dann geht's jetzt weiter. Und wir werden uns jetzt hier noch den Rest der Pokémon fangen. Und den Trainer da besiegen. Und dann sind wir fertig für heute. So, Schnellkämpfer ist das nächste Pokémon, was wir fangen wollen. Wir kommen mal rüber bei. Kann sein. Nee, jetzt möchte nicht. Ja, ich sollte auch vor dem Maduf nochmal da vorne rausnehmen. Das tut jetzt richtig. Ja, gut. Es tut jetzt eigentlich fast weh, aber ich brauche es jetzt eigentlich wirklich nicht. Sehr geil. Mit Mopeko, Snom Nom. Sind man wickelt sich zu einem Motinee dann weiter. Das kennen wir dann, wenn wir dann in der Arena kennen, in der nächsten, also die Eisarena noch dabei. Es ist ein relativ cooles Pokémon, ich würde es gerne einfach mal ausprobieren. Und ja, und das tue ich jetzt tatsächlich hier für euch oder mit euch im Display. So, Schnäppchen ist drin, Snom Nom haben wir ja schon. Eigentlich gibt es hier noch Sneepel meines Wissens. Ne, Gelatropo. Ja, Gelatropo ist Nibel und. Ein Schild-Pokémon. Schild gibt es Juteste und ein Pokémon-Schwert gibt es Karadones. Aber irgendwie tauchen die gerade nicht auf. Das ist vielleicht an der Tageszeit.
Naja, dann haben wir halt jetzt nicht mehr viel zu tun. So, der nächste Nummer hat jetzt hier kurz. Das ist ja unser so ein Bahnmitarbeiter. Nö, ist kein Polizist tatsächlich. Ein Polizist mit dem Makami. Du, Flo, du machst mir gerade Angst. Okay, Level 37, 47 jetzt gewesen. Und wir sind aber in der Welle 46. Also Italian rein für Duflo. Weil Duflo ist. Ach, da freue ich mich, wenn das endlich auch erledigt ist, wenn wir unser Team endlich komplett haben. Okay, du hältst Brille ein und holst dir wahrscheinlich das Duflo wieder zurück. Natürlich holst du den Duflo wieder zurück. Ach, okay. So, schauen wir das Spielchen weiter. Interion. Ah, wie kalt das mein Donner, mein Meister-Pokémon ist. Okay. Präzisionsschuss, damit sollte das reichen. Aber wir haben auch noch ein bisschen Zeit, also. Doch, wir haben noch ein bisschen Zeit tatsächlich. Das heißt, ich kann mal kurz noch die Möglichkeit haben, nach dem Pokémon zu suchen. Da kann ich erstmal aus dem Kampf genommen haben, aber das gibt mir eine One-Hit tatsächlich sogar. Go, Elektro. Sollte für Ottner toll tatsächlich. Auch wenn es knirscht, aber ja, ist wahrscheinlich. Nicht das größte Problem sein. So, erstmal die wieder, das wir schon vorher hatten. Mal kurz die Fähigkeiten tauschen. Das ist mir halt egal. Wir versuchen dieses Elektron mal mit einem Dampfer zu bleiben. Bei Hopp hat man das noch nicht. Genau, zu Beginn der ersten der Route 7, vorletzte Folge. So, auf nach Level 45. Okay, und dann ist der Polizist. Besiegt. Wir haben noch ein bisschen Zeit, wie gesagt, in dieser Folge. Ja, doch. Eigentlich haben wir noch ein paar Minuten Zeit. Ich guck mal gerade, ob ich irgendwie noch ein paar Pokémon gefangen kriege, die wir noch nicht kennen. So, Snumnum kennen wir. Das haben wir ja. Wie gesagt, ist da ein festes Team geworden. Ein Item, zwei Sternstücke. So. Nein, Snomnom ist übrigens kein Geist-Pokémon. Wie gesagt, es ist ein Eis-Pokémon, Eis-Käfer. Sagt hat sich gesagt, okay, so ist jetzt ein Eis-Pokémon. Deswegen werden wir das probieren. Eigentlich hätte ich erwartet, dass hier noch Duflo uns auftaucht. Am Schatten wollen die nicht. Es kann aber, wie gesagt, auch ein bisschen an der Tageszeit liegen. Es kann sein, dass sie hier in der Nacht nicht auftauchen. Und dass es wirklich nur diese zwei sind. Mal kurz sehen. Okay, Übertrank habe ich aber noch. Ich wollte gerade sagen, ich habe keinen Übertrank gekauft, aber die habe ich gekauft, kurz und lang. Okay, schauen wir mal, haben wir jetzt wirklich nur Pech, dass wir jetzt Numnums und Schnäppchen nur finden. Das Numnum, wenn ich mal warten muss, schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ich würde das gerne, ja, zwei Käferattacken, zwei Eisattacken aufbauen. Das war so dann seine Endentwicklung und ich schicke mal diese Schnäppchen kurz ein, weil ich will die Watt haben. Auch wenn ich weiß, dass wir das doppelt haben, dann. Aber mir geht es um die paar Watt gerade. Schnell gehen, natürlich Geschichte entwickelt sich das ja auch weiter. Also entwickelt sich dann eben zu Fastidio zum Non-Tor.
Also passiert ja in der weiblichen Form von uns, in der männlichen Form. Warum wir auch bei den 40 kommen? Nein. In eine PC-Box. Das Pokémon brauchen wir nämlich nicht im Leben diesmal. Wir haben hier gewonnen, wie weit. Jo, und herzlich willkommen in Sir Chester. Das ist die nächste Stadt, die uns dann tatsächlich bevorsteht, zumindest in der Erkundung. Mit der Therme und mit der nächsten Arena. So, okay, dann würde ich sagen, trotzdem machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Schild. Und dann erkunden wir Sir Chester. Und dann gehen wir vielleicht sogar schon in die nächste Arena. Mal gucken, wie wir das auf die Reihe bekommen.